Okay. Okay, war das nicht so... Oh, ich glaube, das wird jetzt auch echt doof. Ich glaube, man muss die einzelnen Level nochmal bestreiten, nur eben halt sind die dann anders angeordnet. Ach, komm schon. Spring auf! Die Flasche hebe ich mir auf. Wenn ich sie wirklich brauche. Sprach's und sprang rein. Das ist fies. Und das auch. Oh, an die kann ich mich erinnern. Okay, jetzt wird das Level scheiße. Und wie man sieht, man kann die immer nur ganz kurz angreifen. Komm ab! Ah. Natürlich, die Flummis gibt's auch wieder. Hört auf mich zu schießen. Ich habe euch nichts getan. Lasst mich. So, sehr schön. Ist noch das Auto? Ja, so ist doch gut. Oh, anscheinend ja. Gibt es diesen Hintergrund nicht. Den Hintergrund da bei diesen Dingern nicht mehr. Dass man nur noch im Vordergrund ist. Ja, ist aber auch gut so. Bei so einem großen, noch unübersichtlicheren Level als so schon. Das wäre wirklich zu viel geworden. Hier geht's auch nicht hinter. Gut. Also wirklich nur noch das, was man wirklich so sieht. Das ist gut. Natürlich, aus dem Bild raus und schon ist es weg. Nee. Ja, komm. Komm. Oh, jetzt fällt er doch runter. Ich glaube, hier werde ich auch nicht alles sammeln. Wie gesagt, ab diesen Leveln hier, das wird dann richtig doof. Also zumindest für mich nicht wirklich machbar. Weil ich zu doof bin. Wie man sieht. Ah, komm schon. Nein, nein. Oh. Ja, das ist manchmal nervig. Pock. Wer mit dem Kopf immer überall so gegenpockt. Nein, haut ab. Lass mich. Oh, jetzt habe ich den berührt, glaube ich, oder? Ja. Vor allem, ich meine noch, das Spiel wird entspannt. Oder zumindest, ne? Ja. Ich bin doof, ne? Was soll's. Und hopp. Darauf. Gut. Da waren wir schon. Sehr schön. Ja. Mhm. Oh. Du wärst doch nicht getroffen. Was schießt der da überhaupt? Dankeschön. Oh, ja toll. Aber da gibt es jetzt so eine Hintergrundgrafik oder wie? Zumindest für den einen Gegner. Na. Das ist fies. Habe ich das schon erwähnt, dass das fies ist? Da. Gut. Mhm. Ich habe aber anscheinend wirklich verdrängt gehabt, dass es hier diesen Abschnitt noch ein zweites Mal gibt. Hm. Denn ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass es wirklich so war, wie es jetzt abläuft. Sollte der sich nicht drehen? War das echt jetzt ein Bug? Oh, es ist... Nein, 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 haut ab! Nein, lass mich... Oh, ich bin gleich schon wieder tot. Okay, aus der Distanz. Ja, toll. Oh. Diese alten Spiele. Kaum ist man aus dem Sichtfeld schon despawned alles. Was soll das? Nee, so. Gut. Oh, was knapp. Das war so knapp. Ja, gib, gib, gib.
hatte noch nicht mal volle Heilung. Gut. Sehr schön. Oh, mir ist so warm. Nein! Oh. Jemand anderen auf den Keks. Aber nicht mir. Nee. Oh, da ist schon der Käfig. Ah ja, wusste ich's doch. Noch was übersehen da. Kann ich da rein? Ja, Tatsache. Ja, das geht. Mhm. Gut. Gut, sehr schön. Oh, entschuldige, dass ich so ruhig bin, aber... Oh, das ist so schwer, das Level. Nein? Pfui. Okay, ich nehm's. Oh. Nein, warum? Lass mich doch. Wie tanky ist die? Die hält so viel aus. Hau ab. Blöde Kugel hier. Oder soll das einen Ball darstellen an sich? So ein Gummiball. Da verstehe ich nicht, warum der so tanky ist. Dass er so viel Defense hat. So ausdauernd ist. Ich dachte, dann, wenn man es nicht braucht, bekommt man Heilung. Und wenn man sie dringend braucht, kommt nicht. Nichts. Gut. Ha! Der Gegner ist eben despawned. Das ist schön. Hm? Gut. Ah, da ist er wieder. Der Gummiball. Möchte ich irgendwie wieder nach oben. Sehr schön. Mhm. Der blöde Ball wieder. Ist wieder despawned. Warum despawnen die Gegner? Haben die keinen Bock mehr auf mich? Haben sie keinen Bock, ihren Job zu erledigen? Und mich aufzuhalten? Ich glaube ja. Ist er wieder. Und wieder weg. Och, soll mir recht sein. Habe ich weniger Arbeit. Ja, toll. Dafür überrollt er mich denn richtig. Na, nein. Okay, von hier oben. Gut. Na, ich war nicht richtig weit oben an dem Ding. An dem Schnürsenkel. Ah, das war Glückstreffer. Ah, sehr schön. Mhm. Gut. Wie gesagt, kann sein, dass ich das hier in mehrere Parts unterteile, weil, ja, das wäre sonst, glaube ich, wirklich zu lang. Ich nehme jetzt auf jeden Fall schon über eine Stunde auf. Und, ja, Rendern dauert lange. Oder, obwohl, mit dem Programm, was ich jetzt mittlerweile habe, geht es. Aber dennoch, man muss es ja nicht übertreiben. Nur eben das Hochladen, das dauert dann wirklich ganz schön lange. Für das letzte Video, das geht ja etwa eine Stunde fünf. Da hat es jetzt zwei Stunden gedauert. Dann hatte ich aber auch bei einem anderen Video, hatte ich dann das Phänomen, das hat dann vier Stunden gedauert. Ja genau, das erste, Castle of Illusion. Das hat dann wirklich vier Stunden gedauert, mindestens. Ist schon heftig. Aber interessanterweise, zurzeit habe ich immer noch ganz gutes Internet. Also immer noch so, wie ich das da gebucht habe bei meinem Anbieter. Kann ich nicht meckern. So. Na komm, auf da. Nochmal. Mhm. Sehr schön. Na wenigstens spawn die Gegner nicht nochmal neu. Und dann weiß man wenigstens, ah, okay, da war ich schon.
Ich habe vorhin auch gedacht, dass die einfach nochmal spawnen, aber... Mm-mm. Das ist doch mal was Schönes. Gegner, die nicht wiederkommen. Wenn ich da an Mega Man denke, man braucht nur einmal eine Winzigkeit wieder aus dem Bild raus sein. Und schon sind die Gegner wieder da. Allesamt. Und dann bringt das einem noch nicht mal was. Obwohl, wenn man irgendwie Lebensenergie sammeln möchte, das geht tatsächlich, das ist okay. Aber ansonsten ist das echt doof. Ist da noch was? Ah, nur noch einer. Oh Gott. Ich sehe gerade, das sind nur noch ein paar Sekunden. Soll ich es riskieren und alles? Ah, eine Uhr. Sehr schön. Schon gut. Oh, ist aber nicht viel Zeit. Da ist noch einer. Ich nehme so viele mit, wie ich noch finden kann. Wenn ich jetzt einmal sterbe, ist das nicht so schlimm. Ich meine, 9 Leben habe ich noch. Da ist noch ein Checkpoint. Sehr schön. Stirb! Stirb endlich! Ich mag diese Roboter einfach nicht. Die sind doof. Gut, kann ich mich nehmen? Ja, mach ruhig. Ich komme jetzt eh nicht mehr so weit hoch, deswegen. Ja, gib mir. Ah ja, hopp. Dann seht ihr wenigstens auch mal, wie das mit dem Time-Over denn ist. Bats! Bats! Na also. Ja, das macht jetzt nichts. Ich ärgere mich da jetzt nicht. Wie gesagt, die Cool Points, die roten Plättchen hier, werden einem sowieso gut geschrieben. Also von daher ist es egal. Dann habe ich jetzt wenigstens noch 7 Minuten Zeit, um auch nochmal nachzugucken, wo sind die ganzen Dinger. Mhm. Noch 8 Stück. 7, 6 Stück. Da würde ich dann auch bis noch eine Minute ist, würde ich dann wirklich suchen. Und wenn ich das dann nicht, die letzten dann nicht gefunden habe, dann gehe ich aber auch raus aus dem Level. Denn sonst hat es einfach keinen Sinn. Wäre blöd, denn nochmal ein Leben zu verschwenden. Nur um dann vielleicht einen einzigen noch zu finden. Mhm, sehr schön. Da. Nur noch 3 Stück. Aha. Ich vermute nochmal hier hinter irgendwie, dass ich da nicht richtig das eingesammelt habe. Mhm. Oder nicht. Nö. Ah, okay. Da gibt es auch so eine Barriere dann. Gut. Ah, da ist noch einer, also nur noch 2. Fantastisch. Wie gesagt, wenn eine Minute nur noch oben rechts steht, dann werde ich aber auf jeden Fall den Käfig holen. Beziehungsweise unseren Kumpel da aus dem Käfig befreien. So rum. Nüchte. Hier waren wir auch überall schon. Aber ich könnte wetten, ich habe irgendwo wieder was übersehen, wo man denn doch noch ran kann. Lang kann, wie auch immer. Mhm. Ah, haha. Clever. Naja, wie gesagt, das sind manchmal echt fiese Verstecke. Aber wenn man das weiß, dann weiß man wenigstens, wo man etwas suchen kann. Also hat sich der Tod in dem Sinne dann doch gelohnt. Hopp. Und hier komme ich nicht durch.
Oh, die Musik hat aber auch so einen blöden Refrain. Da habe ich dann irgendwann auch den Ton ausgemacht. Und natürlich nicht. Hier entlang die blauen Kugeln. Was sollen die überhaupt darstellen? Sind das einfach nur so eine Deko-Kugeln oder was? Keine Ahnung. So. Ja, der nächste Kumpel befreit. Der nächste Schluck Wasser für mich. Na also. Okay. Ich fand hier die Musik auch schon immer so cool. Ja, ich glaube, ich musste in der Mitte dann wirklich hoch. Genau hier. Ja. Okay, jetzt hat es aber definitiv geruckelt. Nee. Nein, komm rüber. Ja, sehr schön. Ist okay. Ja. Hier entlang. Oh, okay. Hier ist nichts weiter. Dann muss ich. Ab. Okay. Oh, da oben ist es. Wird auch immer so hektisch. Man sieht voll fies, ne? Also, doch. Respekt an diejenigen, die das wirklich schaffen, ohne einmal getroffen zu werden. Da wirklich Respekt an die Leute. Ich krieg das partout nicht hin. Ich bin dafür echt zu blöde. Oder überhaupt diejenigen, die das hier in einer guten Zeit schaffen. Und vor allem dann auch noch mit allen, ja, Cool Points. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, oben links hatte ich eben auch noch eine Uhr gesehen, aber wie man sieht... Nein. Schaffe ich nicht. Schade, aber der Buchstabe ist da. Lokomotive. Verrückte Motive? Was? Oh. Okay. Ich habe sonst überhaupt kein Problem mit Motion Sickness. Also wenn das sich so schnell bewegt, dass einem dann schlecht wird. Aber bei dem Spiel... So schnell, wie sich der Hintergrund bewegt. Ich gebe zu, da wird mir übel. Oh, hau ab, du blöder Vogel. Meine Güte. Ich habe gerade erst angefangen, das Level zu spielen. Was soll das? Oh nein! Oh, ich hasse das. Ah. Soll, glaube ich, irgendwie so ein Spielzeugladen darstellen. Denn ich meine, wer hat bitte schön so viele Puppen bei sich zu Hause? Und dann auch noch immer dieselbe. Och Mann, diese blöden Vögel. Das ist doch scheiße. Oh, ich habe dieses Level so vergessen. Oder eher verdrängt. Ich will gar nicht wissen, wie das hier auf schwer ist. Ich
finde das jetzt schon richtig beschissen. Ich weiß, sonst habe ich immer gesagt, ja, das Spiel ist so toll, ich liebe dieses Spiel. Wenn er mal treffen würde. Ja, jetzt brauchen wir nur noch den Käfig finden. Aber der ist oben. Ganz oben. Oh, du Scheißvogel! Hau ab! Lass mich. Kack jemand anderen voll mit deinen Eiern. Ich stehe vor dir, warum? Gut. Ja, das wollen wir noch mal gucken, ob da auch noch was. Ob da auch keiner irgendwie übersehen wurde. Ja, jetzt nicht runterfallen. Denn das wäre dann eben auch wieder tot. Oh, die sind so scheiße! Oh. Oh, die sind extrem nervig. Schon wieder einer, was soll das? Oh, danke. Und jetzt kommt aber das Blöde. Jetzt muss man hier hoch. Oh, mir wird so schlecht. Nein, lass mich. Stimmt, gab es nicht mal wirklich so eine Spielzeugvögel aus dem Ü-Ei oder so, die denn Eier gelegt haben? Oh Gott, ist das lange her. Oder an sich so ein Spielzeug dann, wo es dann eben halt so ein Vogeltier gab, was dann Eier gelegt hat. Sag mal, wie hoch kommt der denn? Wie weit folgt der mir denn? Oh, ist der nervig. Ach, auf den Kopf kann ich auch rauf, stimmt. Hopp. Oh, ich muss mich so konzentrieren. Das ist übel. Was ich nicht alles für euch mache. Obwohl, ich habe es ja selber vorgeschlagen, dieses Spiel, beziehungsweise mir ausgesucht. Da oben ist eine Uhr. Oh je. Übel, übel. Da ist Nüschte. Brauche ich eigentlich nicht, aber ich nehme es trotzdem. Ah, jetzt bin ich fast direkt über den Waggons, ne? Oder sieht zumindest so aus. Ah nee, das ist hier so ein Regal. Oh, danke, danke, danke. Nein. Oh, komm schon. Oh, danke. Na komm, nein. Verdammt. Oh, sind diese Kackvögel. Ah, jetzt juckt meine Nase auch noch. Entschuldigung. Oh. Ha, das ist ätzend. Oh, das hier mit 3D-Effekt wäre scheiße. Oh, das wird mir richtig übel werden. Wie gesagt, Motion Sickness eigentlich überhaupt kein Thema. Aber hier, weil sich das so schnell bewegt im Hintergrund. Die Augen wollen hinten fokussieren, aber dann eben geht nicht, weil man sich ja vorne fokussieren muss. Oh. Das ist schrecklich, dieses Level. Gut. Oh. Rüber. Jupp, ich nehme definitiv jetzt über eine Stunde auf. Ich glaube sogar schon eineinhalb. Ach ja, richtig, hier. Boink. Schon wieder. Oh, nee, nee, nee. Doch, danke. Hopp, hopp. Oh, weh, ich habe da unten einen vergessen. Gut, hopp, hopp. Oh, mir wird übel. Diese Kackvögel. Ich habe nichts gegen die Vögel, die sind so schön. Weil man diese Dinge auch so gut sieht bei dem schnellen Hintergrund.
nö. Vor allem kein Checkpoint bisher. Das ist das Schlimmste. Warum gibt es hier keine Checkpoints? Zumindest gab es bisher noch keinen. Da oben ist eine Uhr, ja. Ich habe auch nur noch... Oh, ich dachte gerade... 2 Minuten Zeit. 2,5 und das war wieder doof. Ich glaube, ich gehe lieber immer unten lang. Na, langsam geht's aber mit der Übelkeit. War anfangs halt nur so schlimm. Ach nö, komm schon. Das ist doch jetzt doof. Oh, hau ab! Was wollen die eigentlich? Warum schießen die mich ab? Oh, gut. Upsa. Runtergucken. Gut. Runtergucken. Gut. Und hopp. Ich sag's ja, das Level hier habe ich ja voll verdrängt. Boink. Oh, okay, jetzt wird mir gerade wieder übel. Oh. Ah, richtig. Hopp. Einfach rüber. Kacke. Ja, das hier ist jetzt richtig kacke, ne? Hopp. Hopp. Und drüben. Danke. Checkpoint. Ja, ist klar. Du Kackvogel, Checkpoint. Fick dich. Kackvogel. Alter, du blödes Mistvieh. Ich hätte eh nur noch 50 Sekunden gehabt. Springen, springen. Immer weiter. Und springen. Und rüber. Und weiter. Oh, gut. Okay, ich kann mich jetzt so halbwegs entspannen, weil Checkpoint. Nicht Panik. Nein, keine Panik. Ganz ruhig. Da jetzt rauf. Darüber. Ich habe das Ding nicht mal eben gesehen, weil das so schnell hinten diese Bewegungen waren. Oh. Ich dachte eben, ich falle schon wieder runter. Diese Kackvögel. Und wie viele Eier kann der bitte schön haben? Oh. Ach ja, der Einzige, der jetzt keine von diesen Mützen aufhat. Gut. Oh, sehr schön. Die Uhr hole ich nicht, vergiss es. Außer die bringt nochmal hier diese Cool Points. Obwohl, dann wäre es auch nicht so dramatisch. Gut. Oh, mir ist so übel. Gut. 9 Stück. Okay. Einer noch. Der ist hier. Oh, das ist grausam. Nein, spring. Spring. Jetzt. Jetzt. Oh, danke. Ich hoffe, man merkt, wie sehr ich leide. Oh. Das ist schrecklich, dieses Level. Oh, jetzt dreht sich mir alles. Oh je. Back to the wall! Bedeutet, mehr Mäuse, mehr Spinnen. Mehr von dieser großartigen Musik. Gut. Oh, das Level eben war so schlimm.
so nach links, also gehe ich nach rechts. Aber da ist nichts. Sehr schön. Ich frage mich echt, wo das hier spielen soll. Außer natürlich an sich in einer Wand. Aber so massiv mit Mäusen und schwarzen Witwen verseucht. Also, ich würde das Ding nur noch abreißen. Zumindest einen verdammt guten Kammerjäger engagieren. Wir hatten, also mein Freund und ich, hatten uns neulich auch mal eine Reportage angeguckt über Wespen. Die machen ja an sich echt schöne Bauwerke. Nur, ich glaube, wenn die irgendwo ein Nest hinbauen, das wäre richtig schlimm. Also wenn die bei meinen Eltern da im Haus sowas machen würden. Oder ich glaube, das kann auch passieren, wenn man nicht aufpasst im Sommer. Können die ja auch reinkommen und sich in Schränke einnisten. Bin mir nicht sicher, dass das so funktioniert, aber ich denke schon. Also wenn es eben halt relativ menschenleer ist oder eben nicht häufig genutzt wird, irgendwelche Abstellschränke. Naja. Wer weiß. Aber ich denke mal, das könnte funktionieren. Ich habe zurzeit leider tatsächlich sogar das Problem mit Motten. So Kleidermotten. Ist ein bisschen nervtötend. Ich muss mir mal aufpassen, da ich ja auch öfters mal mit der, oder ab und an auch mit der Nähmaschine arbeite, habe ich mir auch ein paar Stoffe geholt, dass die mir eben die Stoffe nicht zerfressen. Das wäre richtig Mist. Denn teilweise sind die wirklich recht teuer, wenn man das so überlegt. Obwohl, naja, es geht. Man muss aufpassen. Bei einigen Stoffen, oder Stoffläden besser gesagt, da gibt es dann auch Stoffreste zu kaufen. Teilweise wirklich noch um einiges reduziert. Da hatte ich mir einen geholt. Das ist 95% Baumwolle. 5% Elastan. Und ja, der hätte den Meter 22 Euro gekostet. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ich habe den Zettel irgendwo noch rumliegen. Und ich habe glattweg 2 Meter für gerade einmal 20 bekommen. Also schon wirklich sehr gut reduziert. Ich muss mal gucken, was ich daraus mache. Ich habe tatsächlich noch keine großartige Ahnung. Ich fand den Stoff halt wirklich sehr schön. Ja, stimmt. Ich wollte mir, glaube ich, einen Schal daraus machen. So einen Loop-Schal. Mal gucken. Erstmal bin ich hier beschäftigt. Ah, von Spinnen gefressen zu werden. Ah. Das Gefühl, ich habe unten eben was übersehen. Wird man spätestens sehen, wenn ich am Ziel stehe und dann verzweifelt nach den letzten Coolpoints suche. So. Hm. Oh, genau reingesprungen. Ich hab. Ah, gehst du. Der geht auch nicht weiter, wenn er denn da so ist. Hä? Wo? Gut. Mhm. Das Mäuschen. Sehr schön. Ich soll nach unten, also gehe ich nach oben. Ganz simples Prinzip. Aber bisher war es, glaube ich, nur ein einziges Level, wo ich jetzt nicht alle 100 hatte, oder? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Gut. Blick nach oben. Hm. Immerhin die Hälfte schon mal. Oh. Oh, blöde Spinne. Ich frage mich auch bei dem Sprichwort Spinne Feind.
Man sagt ja denn so umgangssprachlich, ist Spinnefeind irgendwie was. Wo kommt sowas her? Wer denkt sich sowas aus? Und wie wird das denn zu einem Sprichwort? An sich, wie entstehen Sprichwörter? Umgangssprache kann ich ja verstehen, aber so Sprichwörter. Da beißt die Maus den Faden ab oder keinen Faden ab. Das ist zum Beispiel auch sowas. Ich verstehe das irgendwie nicht. Teilweise wahrscheinlich noch so aus dem Mittelalter so übernommen. Naja, zumindest könnte ich mir das so denken. Oh. Na, ja, ja klar. Au! Eine Mausefalle. Diese böse, böse Mausefalle. Hm? Sehr schön. Ja, aber wie gesagt, ich hatte es absolut vergessen, dass man jetzt die Level, wenn man so will, nochmal rückwärts spielen muss. Man müsste ja das erste Level, in Anführungszeichen erstes, ja dann auch nochmal schwerer sein. Zumindest die Variante davon dann. Hopp. Mäuschen. Nase. Autsch. Ich wollte gerade sagen, nur noch 2 Minuten über, wird ein bisschen knapp und dann passiert sowas. Ja, vielleicht sollte es so sein. Da war ich schon. Da auch, oder? Ja genau, hier wollte ich gerade raufspringen. Und dann bin ich so unsanft nach unten durchgefallen. Zu dem Mäuschen hier hin. Oh, so kurz vom Checkpoint. Ist doch meistens so. Kurz vom Checkpoint stirbt man nochmal. Crash Bandicoot Prinzip. Sehr schön. Ja, toll. Das hätte ich eben gebrauchen können. Ah, den gehe ich nochmal nach oben. Weil das hier der tiefste Punkt der Map ist. Oh. Gehe ich lieber nochmal hier lang. Dann ist die Maus hier schon mal weg, das ist gut. So, sehr schön. Und weiter. Hops. Ja, toll. Hä? Ich bin drüber gesprungen. Was willst du von mir? Mann. Gibt's doch nicht. Ah, knapp. Na ja, gut. Ah. Ich will noch nicht den Käfig treffen. Wie man sieht. Ja. War auch wieder ganz schön knapp. Nein, nein, nein. Füll aus. Ja, so ist okay. Hier nochmal hinter. Oh, das ist jetzt mies. Oh, Mist. Au! Die hat doch eben schon mal ausgelöst. Was soll das? Puh, hoho. Yeah. Und die letzten. Ja. Ich glaube wirklich nur dieses eine Level mit den anderen Spielzeugen. Da, wo auch die Feuerwehrleitern waren. Feuerwehrwegen mit den Leitern. Ich glaube, da hatte ich wirklich nur einmal was vergessen. Oder nicht geholt, so. Dock and Roll. Oh, diese Wortwitze.